Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Anleitungsvideo zum Thema Arbeiten mit TrueCrypt. Das Programm TrueCrypt wird empfohlen für die Speicherung sensibler Daten, insbesondere also personenbezogene Daten, neue Verwaltungsvorschriften im Bildungswesen. Wer also irgendwelche personenbezogenen Daten speichert, muss sie entsprechend schützen. Empfehlung TrueCrypt. Ich bin zu dem Zweck jetzt hier einmal auf die Seite des Landesservers gegangen. Hier oben den Link werde ich in die Videobeschreibung unter dem Video einfügen, sodass man ihn leicht anklicken kann, hierher gelangt. Und dann geht es auch schon los. Wir gehen auf die heiße Seite, laden uns das TrueCrypt in der Version 7.1a herunter, gehe ich nach unten, herunterladen. Werde ich gefragt, wo ich es hinladen möchte. Ich habe jetzt hier einen leeren USB-Stick mir vorbereitet. Das kann natürlich überall hin gespeichert werden, aber natürlich in erster Linie da, wo man es dann auch haben möchte. Speichern. Gut, dann gehe ich zurück auf den Landesbildungsserver und lade mir auch gleich noch die deutsche Sprachdatei herunter, denn das TrueCrypt ist standardmäßig in englischer Sprache verfügbar. Die heiße Seiten kann ich schließen. Hier unten habe ich die beiden Links. Ich wechsle jetzt zu meinem USB-Stick, Windows Explorer. Hier habe ich die beiden ZIP-Dateien. Dieses TrueCrypt hier ist eine portable Version. Das heißt, die kann ich also einfach mit dem USB-Stick oder auf den USB-Stick kopieren oder vom USB-Stick woanders hin, um meine Sicherungen anzulegen. Ich klicke jetzt doppelt darauf, damit sich diese Archivdatei öffnet. Und wenn sie sich öffnet, zeigt sie mir also gleich den Ordner an, in dem sich das TrueCrypt-Programm befindet. Was ist jetzt los? Absturz. So. Rechte Maustaste, Ordner kopieren, zurück zum USB-Stick oder auch hier unten zurück auf den USB-Stick, rechte Maustaste einfügen, bekomme ich den TrueCrypt-Ordner hier jetzt in diesen Ordner ungepackt eingefügt. Anschließend wende ich dieses Verfahren auch auf die Sprachdatei an. Doppelklick, rechte Maustaste, language.de, kopieren, wieder zurück auf den USB-Stick, in den Ordner TrueCrypt, rechte Maustaste, einfügen. So, jetzt habe ich hier ein TrueCrypt, das die deutsche Sprache kann, und jetzt kann ich das TrueCrypt starten. Dazu öffnet sich zunächst ein Hinweis, dass es mit Administratorrechten gestartet werden muss. Das kann ich also hier ausführen mit Administratorrechten. Und dann sieht mein TrueCrypt-Programm so aus. Es ist gestartet. Ich habe noch gar keine Save-Datei. Die Dateien Meine zu schützenden Dateien werden in einer Datei zusammengefasst, die wir hier als Save bezeichnen. Und es geht auch schon los. Wir wollen also einen solchen Save erstellen. Dazu öffnet sich dann dieses Fenster. Verschlüsselte Containerdatei erstellen, jawohl. Standard Crypt, weiter. Jetzt legen wir den Speicherort fest. Standardmäßig ist der Speicherort der Ordner, in dem sich TrueCrypt befindet. Man kann es aber auch zum Beispiel außerhalb ablegen. Ich gebe dem Ganzen jetzt einen Namen, zum Beispiel save01.tc, soll für TrueCrypt stehen, ist aber nicht unbedingt erforderlich. Speichern. Hier sehe ich, wo der Save angelegt wird. Jetzt gebe ich noch die Verschlüsselung vor, wenn ich also jetzt keine weiteren vertieften Kenntnisse habe, nämlich die Standardeinstellungen. Hier lege ich die Größe fest von meinem Safe.
Maximal 2 GB, dann sollte aber ein wirklich schneller USB-Stick, USB 3, also mit blauer Kappe vorn, verwendet werden. Will man einen älteren Stick einsetzen, sollte man die nicht zu groß machen. Ich nehme jetzt hier mal in der Größenordnung von 250 Megabyte weiter. Kennwort sollte, wie hier steht, entsprechend groß sein. Die Hinweise sollte man also beachten. Mehr als 20 Zeichen, je länger umso besser und so weiter. Ich wähle jetzt hier mal ein ganz kurzes. Werde ich gleich eine Fehlermeldung kriegen, weil es zu kurz ist. Da ist sie. Ich nehme es trotzdem. So, jetzt lege ich hier praktisch eine zufällige Sequenz fest durch die Bewegung meiner Maus. Unbedingt machen. Die Maus schön mehr als 30 Sekunden, wenn es geht, bewegen. Und wenn ich fertig bin, klicke ich hier drauf, wird meine Save-Datei angelegt. Sie wird entsprechend formatiert. So wird das Verfahren hier bezeichnet. Dauert einen kleinen Moment. Ich halte das Video mal kurz an, um dann, wenn es fertig ist, fortzufahren. So, das hat jetzt doch einige Zeit gedauert, aber wenn diese Meldung kommt, ist die Save-Datei fertig angelegt. Ich bestätige diese Meldung. Volumen wurde erstellt. Jetzt könnte ich hier eine weitere Containerdatei erstellen. Das möchte ich nicht. In dem Falle breche ich also jetzt ab. So, wenn wir hierher schauen, auf unseren Datenträger haben wir also hier die Datei Save01TC in der Größenordnung von 250 MB oder 256.000 KByte, Kilobyte, eigentlich Gigabyte, das ist eine andere Geschichte. So, jetzt wollen wir diese Save-Datei auch tatsächlich verwenden. Das heißt, wir können damit jetzt zurzeit noch gar nicht arbeiten. In ihr wären jetzt verschlüsselte Dateien, die wir auch nicht ohne weiteres öffnen können. Wollen wir mit dieser Datei arbeiten, müssen wir sie also zunächst mit TrueCrypt einbinden. Dazu wählen wir hier die Datei aus. Und binden sie ein. Hier kriege ich jetzt einen Hinweis. Laufwerksbuchstabe. Ich will also einen Laufwerksbuchstaben, will sie auf den Laufwerksbuchstaben V binden. Wähle ich den erst aus und binde dann ein. Jetzt muss ich das Kennwort angeben. Okay, und dann bekomme ich die Datei hier eingebunden. Was wir jetzt hier nicht sehen, ist, dass sie auch hier im Windows Explorer komplett verfügbar ist. Sie ist jetzt leer. Ich kann jetzt mit dieser Save-Datei so arbeiten, als wäre sie ein Laufwerk. Ich könnte also jetzt Dokumente. In diese Datei speichern. Zum Beispiel ganz normal wie immer rüber kopiert, wird hier reingespeichert und ist jetzt hier im Prinzip zunächst erst einmal abgelegt. Solange die Datei hier als Volume eingebunden ist, als Datenträger eingebunden ist, ist sie natürlich offen, kann von jedem verwendet werden. Deswegen ganz wichtig, dass man also bei Beenden der Arbeit das Volume auswählt. Man kann also auch mehrere solche Save-Dateien hier erzeugen, hier entsprechend an Laufwerksbuchstaben binden. Wenn ich fertig bin, trenne ich das Ganze und jetzt kann ich gleich sehen, dann fehlt mir also das Laufwerk V hier unten. Ich kann nicht mehr damit arbeiten. Übrigens, diese beiden ZIP-Dateien, die kann ich jetzt hier auch entfernen. Mein Save befindet sich hier in diesem TrueCrypt-Ordner. Es ist der Save 01. Wie gesagt, man kann sich mehrere solche Saves anlegen, kann sie leicht einbinden, indem man das entsprechende TrueCrypt-Programm startet, ein Laufwerk auswählt, die einzubindende Datei hier auswählt, das Ganze einbindet, Passwort eingibt. Und schon hat man einen entsprechenden Datenträger hier, auf den man die
Dateien ablegen kann. Ich empfehle zum Schluss noch entsprechende Sicherungskopien anzulegen. Soll den USB-Stick mal streiken, sollte man irgendwie Probleme haben, darauf zuzugreifen, sind die Daten tatsächlich unwiederbringlich verloren. Es gibt keinen Weg an die Daten, wenn ich das Passwort vergesse oder wenn meine Safe-Datei irgendwelchen Schaden erleidet. Hier muss man also sehr, sehr vorsichtig, sensibel agieren, aber eine solche Datei auf einem USB-Stick in dieser Form, also das ist die Datei, die jetzt hier als Laufwerk eingebunden ist mit ihren Inhalten, eine solche Datei kann niemand entschlüsseln auf dem USB-Stick und dann sind die Daten hier also auch tatsächlich sicher aufbewahrt. So viel zum Thema Arbeiten mit TrueCrypt. Ich binde die Datei nochmal ab. Also ich trenne sie jetzt hier. Erledigt. So, jetzt kann ich meinen USB-Stick mitnehmen. Sollte er verloren gehen, dann sind die Daten hier drin tatsächlich entsprechend sicher. Ich hoffe, dass das Video hilft. Bei Anregungen bitte einen Kommentar unten hinterlassen oder eine Mail an mich schreiben. Sollten noch Fragen sein, wäre ich also gerne auch bereit, weitere Videos zu drehen, um den Vorgang noch besser zu beschreiben. Ein Video mache ich vielleicht noch zum Thema, wie kann ich einen ganzen USB-Stick komplett in einen verschlüsselten Datenträger verwandeln. So viel für heute und viel Spaß beim Ausprobieren. Wie gesagt, das Video immer anhalten, weitermachen, anhalten, weitermachen, anhalten, probieren. Und so kann man also dann mit dem Video doch recht vernünftig das nachvollziehen, was ich hier gezeigt habe. Viel Spaß dabei.